So, meine Lieben, jetzt geht's los. Bin jetzt gerade vor einigen Minuten von mir zu Hause weggefahren. Ja, ich bin voller Vorfreude. Ich habe jetzt 4 Wochen Zeit. 4 Wochen Zeit für mich, für Menschen, für die Landschaft und für alles, was das Leben so bietet. Ich bin richtig gierig drauf. Doch ein bisschen angespannt, was denn so kommen mag. Ja, meine Lieben, das ist jetzt die Heimat, in der ich lebe. Man sieht nicht sehr viel, das ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Bilder. Ja, also wir sehen uns. Ja, hallo meine Lieben, der 29. Juni, es ist circa 7:30 in der Früh. Ja, das ist das richtige Umfeld, das richtige Setting, um runterzukommen, sich zu zentrieren und einfach mal alles loszuwerden oder vieles, nicht alles, vieles, das mich so in dem Hamsterrad die letzten Monate dann wieder einfach immer wieder so gefangen hält. Ja, herrlich. Und in dieser Gegend werde ich jetzt einfach heute und morgen sein. Und dann geht es ja weiter. Ich mag jetzt einfach noch mal kurz umreißen, wie die Reise so ungefähr verlaufen ist. Ich bin so Freitag genau zu Hause weggefahren, Richtung Kärnten abgedüst. Von hier aus sind das circa 250 Kilometer. Da habe ich mich mal ein bisschen entspannt, etwas erholt. Ein paar Bilder werdet ihr nachher von Kärnten noch sehen. Also da habe ich mich erholt und einfach mal das Ganze hinter mir gelassen. Ah. Hallo. Hello everybody. Wie geht's? Bergfreuden, kann ich dir nur sagen. Ja, von Davik bin ich dann eben am Sonntag weitergefahren, eben dann Richtung Deutschland, von Davik über Kitzbühel, von Kitzbühel dann über die deutsche Grenze, also in Kufstein, und von Davik Richtung Chiemsee. Dort hatte ich mein erstes Treffen mit jemandem, mit dem ich das vereinbart habe. Am Chiemsee habe ich mich mit jemandem getroffen, die Bilder werdet ihr dann sehen. Es waren nur ein paar Stunden und schon ging es wieder ab. Die Sache, die dann war, plötzlich hat es an diesem Nachmittag zu regnen begonnen und da war dann irgendwie meine Motivation, da habe ich schon gemerkt, meine Güte, jetzt so irgendwie bei schlechtem Wetter ins Blaue zu fahren und so gar nicht wissen, wo ich eigentlich hin möchte, da war der Gedanke schon kurz mal da, ob ich denn noch mal kurz nach Hause fahre, denn vom Chiemsee waren es nicht viel, circa 70, 80 Kilometer. Aber ich habe mir gedacht, nein, du bist jetzt unterwegs und du fährst jetzt Richtung Norden. In dem Falle war es Richtung München und das habe ich dann auch getan. In München habe ich dann eine ganz, ganz liebe Frau getroffen, die ich auch immer noch treffe. So viel einfach mal schon vorweg. Und ja, München war wunderbar, da habe ich übernachten können. Bin dann am nächsten Tag weitergefahren Richtung Ulm. Ja, und da ist es noch einmal im Hintergrund. Hier hat einfach vieles mit der Farbe Blau zu tun. Blaubeuren, Blautopf, Blaustein gibt es auch. Also
Es ist irgendwie viel lustiger und ein bisschen spannend. Bin dann am nächsten Tag von Ulm Richtung Karlsruhe gefahren. In Karlsruhe habe ich mich dann getroffen und zwar ja, hallo den Fabian, Fabian Falk. Super. Meine Lieben, wir befinden uns heute jetzt ja in den heiligen Hallen von Lebenskraft pur bei Fabian Fallenbüchel hier in Graben-Neudorf. Und der Fabian war wirklich so freizügig und hat gesagt, du kannst dir hier mal die Manufaktur anschauen. Ich zeige euch, wie bei uns die Produktion passiert, wie wir sozusagen unsere Mittel, unsere Nahrungsergänzungen und die Superfoods hier eben an den Start bringen. Ja, hier sind wir jetzt in unserem heiligen Rohstofflager. So, lieber Fabian, ich bedanke mich recht herzlich für diesen sehr, sehr interessanten Einblick in eure kleine, aber sehr, sehr feine Manufaktur. Also das ist wirklich mal sehr Spannendes, einfach zu sehen. Ja, von Davik ging es dann weiter. Da war ich dann nicht mehr ganz so sicher, was ich jetzt machen sollte. Es waren einige Leute auf der Strecke, die ich noch treffen konnte. Ich habe einfach gemerkt, ich kann nicht zu jedem fahren. Es dauert einfach alles wesentlich länger und ich hatte einen Fixtermin am Samstag in der Nähe von Berlin. Also die Zeit war da schon auch irgendwie knapp, die mir einfach auch vorgegeben hat, dass ich eben nicht überall so lange wie möglich bleiben konnte, was mir aber schlussendlich gut getan hat, weil ich dann nicht wirklich ins Trödeln kam. Also von Grafenneudorf in der Nähe von Karlsruhe bin ich dann weitergefahren zu einer nächsten Manufaktur, wo ich auch einen Besuch vereinbart hatte, und zwar bei 9999 Energy, bei dem lieben Manfred Ludwig, der eben auch eine kleine Manufaktur hat, die Nahrungsergänzungsmittel bzw. eben auch ein bisschen energetische Dinge eben auch vertreibt. Und diese Firma habe ich auch besucht, bin ich dann weitergefahren Richtung Erfurt. Ich hoffe, ich bringe das noch zusammen. Genau da ging es dann von der Nähe Darmstadt, ging es dann in die Richtung Tübingen, also in den Osten von Deutschland. Richtung Erfurt, und da hatte ich mal kein Date mit niemandem, und so habe ich mich da in der Nähe von Erfurt einfach mal auf einen kleinen See niedergelassen. Dort gab es einen Campingplatz, einen netten, und da habe ich eben auch mal eine Nacht verbracht und eben auch so einen Badetag mehr oder weniger, hatte auch Spaß und Fun dort und habe dort nette Zeit verbracht. Bin dann am nächsten Tag wieder weitergefahren, eben von Erfurt Richtung, jetzt muss ich schauen, dass ich das wirklich noch zusammenbringe, von Erfurt Richtung Leipzig, genau Richtung Leipzig ist dann gegangen. Ich bin nicht nach Leipzig reingefahren, habe Leipzig rechts liegen gelassen und bin dann in Bitterfeld auf der Autobahn abgefahren. Bitterfeld ist mir bekannt vom Film Go Travi Go. In dem Fall haben wir gedacht, fahr in Bitterfeld ab, und da hatte ich Glück, denn dort waren dann ein paar so wunderbare Seen, relativ groß. Also das waren eigentlich alte Tagbaue von Kohle, Kohletagbaue, die aufgelassen wurden und eben dort mit Wasser vollgefüllt wurden und so quasi ein Naherholungsgebiet jetzt ist. Und dann ging es am nächsten Tag von diesem Platz aus, ging es dann immer mehr Richtung Berlin endlich mal, und ich mache einfach einige Kilometer vor Berlin Halt, habe mir dort einen wunderbaren Campingplatz
eben ausgesucht und habe dann dort sage und schreibe 2 Nächte vollbracht, ja, 2 Nächte, und in der Zeit habe ich an einem Tag Berlin besucht. Das war so ein richtiges Sightseeing-Paket, habe mich in den Bus hineingeschmissen und mich 3-4 Stunden durch Berlin kutschieren lassen und bin natürlich immer wieder an den Spots ausgestiegen. Ihr werdet hier viele, viele Bilder von Berlin sehen. Am nächsten Tag wieder zurück zum Campingplatz, ungefähr 20 Kilometer südlich von Berlin, wieder dort genächtigt und bin dann Richtung Potsdam gefahren. Am nächsten Tag leider habe ich den Samstagtermin nicht wahrnehmen können, weil das irgendwie dann nichts geworden ist. Aber ich habe mich dann mit jemand anderem getroffen, die ich auch schon kannte. Klana ist eben auch mir schon bekannt gewesen von Facebook, eine Coachin oder Coachette oder wie auch immer man das sagt, die Ja, und von da ging es dann am selben Tag wieder Richtung Süden. Weil ich hier einfach noch in die Sächsische Schweiz wollte. Dieses Gebiet habe ich schon gekannt, war einige Jahre schon mal vorher dort in der Sächsischen Schweiz im Sandsteingebirge. Ein unglaublich fantastisches Naturgebiet. Auch hier sind die Bilder wirklich einzigartig. Ihr werdet es sehen. Von da weg, ja, es ging da eben in die Sächsische Schweiz. Dort habe ich dann das erste Mal, und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil ich einfach nichts mehr gefunden habe, wo ich schlafen konnte, in meinem Auto gepennt.
Ja, von dort weg ging es dann auch am selben Tag, glaube ich, Richtung Richtung Weinheim in der Pfalz, glaube ich, Weinheim oder Weil, sowas ähnliches, in die Pfalz auf jeden Fall. Dort habe ich noch einmal auf einem Campingplatz genächtigt, habe mir die dortige Burg angeschaut und bin am nächsten Tag Richtung Regensburg. In Regensburg war ich dann auf der Walhalla, ein unglaublich imposantes Gebilde, war auch hier schon einmal, weil ich war vor circa 20 Jahren mit dem Motorrad schon mal Richtung Dresden unterwegs und da habe ich eben auch die Walhalla eben auch schon Besuch gehabt und die wollte ich mir einfach unbedingt nochmal ansehen. Unglaublich imposantes Gebilde, auch die Herrschaften, also die Statuen, die drinnen ausgestellt sind, also wirklich sehr, sehr viele bekannte Menschen, die unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation geprägt haben, war wirklich sehr, sehr ehrenwert da drinnen. Auch hier werden die Bilder wirklich wunderbar sein. Ja, und von der Walhalla ist es dann am nächsten Tag noch Richtung München gegangen. Genau, da bin ich dann noch von Regensburg Richtung München mitten in der Nacht angekommen. Quasi da, wo ich meine Deutschlandtour richtig gestartet habe, bin ich wieder in München angekommen. Ja, und da, da rede ich jetzt nicht allzu viel darüber, meine Lieben. Vielleicht später irgendwann mal werde ich ein bisschen mehr rauslassen von der ganzen Sache. Ja, München einfach dann noch, weiß gar nicht mehr, 2-3 Tage mich aufgehalten und von da weg bin ich dann direkt nach Hause gefahren. Und von da weg bin ich dann direkt nach Hause gefahren, zu mir nach Österreich wieder und habe mir 2 Tage Zeit gegeben, habe ein paar Videos gemacht in der Zeit und dann noch eine Woche Richtung Kroatien hinunter und habe dort noch eine wunderbare Auszeit am Meer verbracht.